Mahlzeit, Servus, hallo, liebe Mystery-Freunde. Egal, was für einen Themenbereich man sich jetzt mal spontan so ausdenkt, muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwas mit Mystery zu tun haben. Überall gibt es irgendwelche Pioniere, Wegbereiter oder wie man es nennen mag. Und sowas gibt es natürlich auch in Sachen Raumfahrt, in Sachen Raketen, in Sachen der Schritt der Menschheit in das Universum, in das Weltall. Hier nenne ich ganz gerne immer den französischen Autoren Jules Verne. Das ist so ein Autor, der hat sich die fantastischen Dinge ausgedacht, schon im 19. Jahrhundert in Sachen U-Boot zum Beispiel, was mit der Kraft der Atome, dazu hat er es nicht genau geschrieben, aber so angetrieben wird, und natürlich auch Raumfahrt mit einer Rakete zum Mond, die mit einer Kanone übrigens abgeschossen wird. Und das war wirklich ein Vordenker des Science Fiction, der immer so die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit in seine Bücher übernommen hat. Und Jules Verne, das ist so einer, der aus meiner Jugend und aus meiner Kindheit wirklich auch für mich so prägend war, wegbereitend, weil seine Geschichten sind heute noch viel, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte später wirklich überaus spannend und interessant. Und der Jules Verne hat natürlich durch seine Fantasien und durch seine anregenden Romane auch andere irgendwie inspiriert, sich mit Weltraumfahrt und Raketentechnologie oder die Reise zum Mond oder sogar Mars, wo es hier in diesem Video drum geht, sich damit näher auseinanderzusetzen. Da war zum Beispiel einer der großen Pioniere der Raketentechnologie, war zum Beispiel Harry Ruppe. Er starb schon vor einigen Jahren, 2016, und er war, das ist interessant, der These der Astronauten aus dem All, also der Präastronautik, dass die Götter Astronauten waren, nicht abgeneigt. Ich hatte ihn ein Jahr vor seinem Tod noch getroffen auf einem Kongress. Da war er dann auch als Gast, nicht als Redner. Und da habe ich auch noch mit ihm gesprochen. Und er schließt tatsächlich nicht aus oder hat zu Lebzeiten nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich so sein könnte, dass vor Jahrtausenden mal Außerirdische hier gewesen sind. Und das war ein Professor der Raketentechnik, der Weltraumtechnik in München. Und das ist wirklich einer der großen Pioniere gewesen in Sachen Raumfahrt und all so etwas. Und Ruppe hat auch, das ist vielleicht ganz interessant, das wissen vielleicht einige gar nicht, auch Interviews gegeben und Beiträge geschrieben in Sachen Präastronautik und in Sachen außerirdischem Leben. Er hat zum Beispiel schon 1970 in einem Buch einen Beitrag geschrieben. Das war ein Buch in Sachen Erich von Däniken, so eine Anthologie. Und zwar waren die Götter Astronauten? Fragezeichen. Ich blende mal das Cover ein. Ein absoluter Klassiker. Selbst da hat er sich schon zum Thema geäußert, hat darüber geschrieben. Aber es gibt noch andere Pioniere, zum Beispiel Konstantin Tsiolkovsky. Ich glaube nicht, dass die meisten werden ihn gar nicht kennen. Das ist ein Russe, der schon ab den 1880er Jahren über Raketentechnologie und Raumfahrt und Menschen im Weltraum geschrieben hat. Und das war einer der großen Vordenker, auch der großen Vordenker in Sachen Besiedlung des Weltalls. Und er hat tatsächlich schon 1895 eine höchst spekulative Idee veröffentlicht, und zwar einen Weltraumlift. Das werdet ihr bestimmt schon mal gehört haben, selbst die Dokumentationen am Fernsehen in Sachen Raumfahrt, Zukunft der Raumfahrt nehmen dieses Thema immer wieder auf. Das heißt, der Erde wird so ein Aufzug gebaut, der bis in den Orbit geht. Da braucht man nicht mit Raketen, Raumschiffen irgendwie hochzufliegen, um in das Weltall zu kommen, sondern eben mit einem Weltraumlift. Das hat er sich 1895 schon ausgedacht. Das ist eigentlich schon unglaublich früh, weil man muss mal daran denken, so Raketen, Raumfahrt und so, das war doch absolut Spekulation von irgendwelchen Fantasten. Und da kommt dieser Russe schon auf die Idee. Der eingangs erwähnte Jules Verne, der hat aber auch diesen Tsiolkovsky damals inspiriert mit seinen Romanen. Und dann hat der Tsiolkovsky sich eben versucht, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Da war noch ein anderer großer Denker und ein großer Raketenpionier. Das ist der Physiker Hermann Oberth gewesen. Und der hat schon 1923 ein Buch geschrieben, das heißt Die Rakete zu den Planetenräumen. 6 Jahre später folgt ein Buch Wege zur Raumschifffahrt. Und er war wirklich auch seiner Zeit sehr weit voraus. Gerade kurz nach dem Ersten Weltkrieg bringt er ein Buch heraus. Die Erstauflage erschien in nur 2000 Exemplaren, glaube ich, das sich damit befasst, wie kann man Raketen bauen, Menschen reinstopfen und sie dann irgendwie zu den Welten im Universum schicken. Das wurde damals von der Wissenschaft erstmal völlig abgelehnt. Das wären Fantasien, Spekulationen und so. Aber er hat versucht, das auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Und zu diesem
erobert. Da ist es ganz interessant. Er wurde im heutigen Rumänien geboren, und zwar Hermannstadt. So hieß das früher. Und in Hermannstadt, da hat es auch einen Pionier in Sachen Raketentechnik gegeben, den wirklich niemand kennt. Ich habe da vor vielen, vielen Jahren schon auf meinem Blog fishinger-blog.de einen Artikel drüber geschrieben, und hier habe ich auch ein Video dazu mal veröffentlicht. Das ist, glaube ich, 6 oder 7 Jahre her. Ich bette das mal als Infokarte ein. Und dieser Raketenpionier hieß Konrad Haas. Und der hat im 16. Jahrhundert sich nicht nur theoretisch Raketen ausgedacht, sogar zum Beispiel ab 1529 mehrstufige Raketen auf dem Papier und hat dann tatsächlich 1555 eine dreistufige Rakete in den Himmel geschossen. Natürlich, das hört sich jetzt wahnsinnig an, im 16. Jahrhundert, 1555, natürlich war es keine riesige Rakete, wo Menschen drin gesessen haben, aber es war schon eine dreistufige Rakete, die in den Himmel geflogen ist und im Prinzip genauso funktionierte wie irgendwelche Apollo-Rakete mit mehreren Stufen. Das hat er Mitte des 16. Jahrhunderts sich schon ausgedacht. 20 Jahre vorher hatte er sogar schon die Idee, oben auf diese Rakete ein Häuschen draufzusetzen. Er hat es Häuschen genannt. Das ist nichts anderes als eine Kapsel gewesen für Menschen, für Personen. Da hat er sich dann tatsächlich auf dem Papier überlegt, wie kann man Menschen damit in den Himmel schießen. Praktisch erprobt wurde das übrigens nicht, war wahrscheinlich viel zu gefährlich. Aber ich erwähnte ja gerade, ihr müsst euch mal diesen Artikel, den ich unten in der Beschreibung verlinke, mal anschauen. Da sind auch die Quellen genannt. Das ist wirklich ein Pionier gewesen in Sachen Raketentechnologie, den heute eigentlich fast keiner mehr kennt. Ganz im Gegensatz zu einem anderen Pionier, und zwar Werner von Braun. Den kennt nun wirklich jeder. Er war ja bei den verbrecherischen Nazis ein Erfinder von Raketen, und zwar als Waffentechnologie, die sogenannten Vergeltungswaffen. Und da er enormes Wissen hatte in Sachen Antriebe von Raketen, Steuerung von Raketen und überhaupt allgemein mit seinem Team die Technologie von Raketen, damals im Zweiten Weltkrieg eine zukunftsweisende und völlig fortschrittliche Technologie, also kam der Verbrecher straffrei davon und wurde dann eben von der USA mit seinem Team einkassiert und hat dann dort weiter an diesen sogenannten Vergeltungswaffen gearbeitet, und im Endeffekt kam es dann bis zur Entwicklung der Apollo-Rakete, beziehungsweise der Apollo-Mission mit der Saturn-5-Rakete in Sachen Mond, Raumfahrt und all so etwas. Das ist in großen Teilen dem Team von Werner von Braun zu verdanken, der da wirklich Zeit investierte und Milliarden von Dollars investierte und quasi ein unbegrenztes Budget mit seinem Team zur Verfügung hatte und deshalb so etwas weiterentwickeln konnte. Aber er war schon sehr früh, lange bevor es das nationalsozialistische Regime gegeben hat, war er schon sehr früh an der Raketentechnologie, an dieser zukunftsweisenden Technik, an diesen Science-Fiction von einem Bastlern oder so, war er schon lange interessiert und hat auch schon 1948 ein Buch geschrieben, das wirklich noch einmal einen Schritt weiter gegangen ist. Und zwar hieß das Buch, das erschien 1952 dann in Deutsch, und zwar unter dem Titel Das Mars-Projekt, Studie einer interplanetarischen Expedition. Und da schreibt er so als erste wirklich wissenschaftliche Abhandlung in der Theorie, wie es denn möglich sein könnte, dass wir von der Erde aus zum Mars fliegen. Wie gesagt, das war 1948-1952. Er hat sich überlegt, gut, da schicken wir 70 Personen erstmal hin zu einer ersten Mission, also schon mal enorm viel. Wenn man an die Apollo-Mission denkt, da waren gerade mal 3 Personen bei, aber er meint, da nimmt man dann 10 Raumschiffe, die werden im Erdorbit zusammengebaut. Auch das ist heute immer noch aktuell in der Diskussion, wenn man irgendwelche großen Raumschiffe bauen will zum Mars zum Beispiel eben, dann würde das eventuell im Erdorbit zusammengebaut werden, Kosten sparen und all so etwas. Aber in diesen 10 Raumschiffen wären diese Personen dann nicht gleichmäßig verteilt, sondern 3 davon wären reine Frachtraumschiffe für die Versorgungsgüter gewesen. Auch das wird heute noch diskutiert. Oder dass man zuvor zum Mars irgendwelche Raketen hinschickt, die im Fracht enthalten und Lebensmittel und all so etwas. Aber die würden dann zum Mars fliegen mit diesen 10 Raumschiffen. Dann würden einige dieser Crew, dieser Raumfahrer auf der Eiskappe des Nordpols vom Mars landen, schön auf dem weichen Schnee, würden dann, ich glaube, 6.500 Kilometer zum
Äquator fahren und dort am Äquator eine Landebahn anlegen, damit die anderen Personen, die sich noch im Orbit um den Mars befinden, dort schön landen können. Interessant ist dabei, er ging davon aus in seinem Buch, wenn die dann an dem Mars angekommen sind, dann schnappen sie sich ihre Teleskope in ihren Raumschiffen und gucken erstmal am Äquator bzw. in Äquatornähe, wo ist denn ein geeigneter Platz, wo wir landen können. Das ist natürlich völlig absurd. Wenn es dann irgendwann mal eine bemannte Mission zum Mars geben wird, dann wird vorher schon längst durch Sonde, durch Satelliten, manchmal auch durch Rover oder auch Teleskopen von der Erde aus, was ein bisschen unwahrscheinlicher ist natürlich, aber wird genau alles analysiert und geguckt, da können wir landen. Man fliegt da nicht einfach hin und guckt dann erst, wo können wir landen? Ach, hier ist doof, da ist scheiße. Gut, wir nehmen den Platz. Das ist natürlich so ein bisschen reine Fantasie natürlich von ihm gewesen. Aber man muss auch denken, da ist noch nichts irgendwie im Weltraum herumgeflogen, als er das veröffentlicht hat, als er seine Ideen hatte mit einer bemannten Mission zum Mars. Er war in seiner wegweisenden Abhandlung in Sachen bemannte Mars-Missionen sowieso überaus optimistisch. Zum Beispiel hat er geschrieben, das könnte 1965 soweit sein, dass Menschen eben zum Mars fliegen. Wir wissen, 1965, da war nichts mit Marslandung oder irgendwelchen Raumstationen, die natürlich auch schon zu der Zeit längst ausgedacht wurden, schon in den 30er, 40er, 50er Jahren, die sich um die Erde drehen. Es wird sogar diskutiert, beziehungsweise auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, blende ich euch auch mal als Infokarte ein. Ein Space Hotel von Braun Space Hotel oder Space Station, die sich im Erdorbit drehen soll, die sollte eigentlich schon in 3 Jahren eröffnet werden. Völlig absurde Überlegungen, aber das ist ja so, ohne solche Freidenker und solche Pioniere wäre natürlich wahrscheinlich niemals irgendwie etwas in Sachen Raumfahrt entwickelt worden. Interessant ist aber auch, was er weiter in seinem Das Mars-Projekt so schreibt, dass zum Beispiel die Raumschiffe, die da angekommen sind mit diesen 70 Menschen, dass sie dann durch die Atmosphäre so langsam gleiten und dann auf dem Mars landen. Da war noch unbekannt, dass die Marsatmosphäre so völlig dünn ist. Da kann man gar nicht so bequem da einfach so landen. Er hat auch nicht bedacht, die kosmische Strahlung, die während des Raumflugs herrscht, das ist ja enorm gesundheitsschädlich, das wissen wir natürlich alle für die Raumfahrer, wie die abgeschirmt werden kann in den Raumschiffen, damit ihnen gesundheitlich nichts geschieht und all so etwas. Aber er hat Gewicht berechnet von diesen Raumschiffen, den Treibstoffverbrauch, all so etwas. Und hat sich dann aber auch Gedanken gemacht, natürlich wieder fiktive Gedanken, wie sieht denn eine Regierung auf dem Mars aus? Und da hat er sich gedacht, ja, das ist vielleicht ganz ähnlich wie heutzutage mit den Kardinälen in der römisch-katholischen Kirche. Und er meinte, es gäbe dann zum Beispiel einen Ältestenrat, ein Oberhaus, das besteht aus 60 Personen, die werden dann jeweils ernannt von einem sogenannten Elon. Und das ist natürlich jetzt interessant. Wir kennen alle Elon Musk, den SpaceX-Betreiber, den von dem privaten Weltraumunternehmen, der ja unbedingt auf dem Mars will, auch mit Menschen, der will den ganzen Mars besiedeln. Und auch über den habe ich ja auf fischinger-blog.de und hier auf Mystery Files einige Videos gemacht und so, weil er hat ja tatsächlich allen möglichen Visionen in Sachen Raumfahrt. Er wird gerne als Visionär und Superstar der Raumfahrt gefeiert, eben aufgrund seiner Projekte, die er da angeht, Mond besiedeln, Mondbasen, den Mars besiedeln, Menschen auf den Mars bringen und all sowas. Man muss natürlich sehen, das wurde schon fast 100 Jahre vorher, als ich alles schon ausgedacht in der Theorie, das wurde schon alles überlegt, nur er ist halt, er hat die finanziellen Mittel, das auch tatsächlich mit seinen SpaceX-Unternehmen eventuell in die Tat umzusetzen. Nur seine Ideen sind das natürlich alle nicht. Deshalb ist er kein Visionär. Er hat eben nur alte Themen aufgegriffen. Aber es ist schon interessant, dass Wernher von Braun tatsächlich sagt, es gibt dort eine Regierung, die besteht aus 10 Personen. Und da wird dann alle 5 Jahre jemand gewählt, der Elon heißt. Der ist in seinem Roman also eine Art, Präsident der Mars-Regierung. Es ist nämlich, wie ich gesehen habe, es wurde schon vor einigen Jahren das Thema mal angesprochen, ich habe das bis vor einiger Zeit gar nicht gewusst, da heißt es immer, da würde eine Mars-Regierung existieren und der Anführer dieser Mars-Regierung würde Elon heißen. Das stimmt nicht. Elon ist so eine Art Königstitel, mal so ein bisschen übertrieben zu sagen, und der wird dann nach 5 Jahren abgewählt und dann kommt ein neuer Elon. Aber Elon Musk ist natürlich ein Zufall, dass er gerade so seine Finger, schon seit Jahren seine Finger und seine Riecher in Richtung Mars aufstreckt und dann findet man in einer
frühzeitlichen wissenschaftlichen Abhandlung in Sachen Besiedlung und Kolonisierung des Mars von Werner von Braun diesen Namen wieder. Man, wie ich ja sagte, Werner von Braun stammt aus Deutschland, hat mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, ist dann nach Kriegsende mit seinem Team eben in die USA gegangen, hat dort Raketen weiterentwickelt und Ion ist ja ein absolut ungewöhnlicher Name, egal ob er jetzt von Deutschland aus gesehen oder als Amerikaner dort, als eingebürgerter Amerikaner, dessen Geschichte dann mal eben vergessen wurde, was er angestellt hat. Das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich, warum er sich diesen Namen da ausgedacht hat. Nun, spannend sind solche Pioniergeschichten immer wieder, immer der Geist des Fortschritts, der wird ja immer erst auf dem Papier geboren, mit Skizzen in der Theorie. Noch einmal der Konrad Haas im 16. Jahrhundert schickt eine dreistufige kleine Rakete in den Himmel über Hermannstadt 1555 und gerät danach völlig in Vergessenheit. Der war natürlich kein Physiker, kein Raumfahrtingenieur oder hatte keine Professur in Raumfahrttechnologie wie der Ruppe, sondern er war übrigens Zeugmeister, einfach nur Zeugmeister. Das bedeutet, er war für die Waffentechnik, aber auch für die Ausrüstung der Pferde, Pferdesattel und all so etwas zuständig für seinen Herrscher, für seinen König, sagen wir mal. Also das ist ein Zeugmeister, aber eben auch für Waffen. Und Raketen kannte man natürlich schon, gab es ja in China auch eben, so als heute Silvesterraketen. Und er hat sie nur eben weiterentwickelt. Aber wie man von so einer Rakete, die auch zum Kampf benutzt wurden, im alten China zum Beispiel, um das auf feindliche Truppen zu schießen, wie man von so einer einfachen Rakete da auf die Idee kommt, da eine dreistufige Rakete raus zu entwickeln, die dann nacheinander zündet und oben drauf vielleicht sogar noch so ein Häuschen setzt, wo Menschen drin sitzen, das ist schon eine enorme geistige Leistung, wenn man noch einmal betont, wenn man dran denkt, dass es erst im 16. Jahrhundert war. Ja, was Werner von Braun sich dabei gedacht hat, den Präsidenten der Mars-Regierung, der alle 5 Jahre gewechselt wird, Ion zu nennen, das wissen wir natürlich nicht. Elon Musk wird sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn er das mal lesen würde oder falls er das nicht schon gelesen hat. Ich weiß es nicht. Das ist schon interessant. Mich begeistern solche Pioniere und Vordenker in Sachen Wissenschaft und Forschung immer wieder. Falls euch die auch begeistern, gerne mal unten ein Feedback da lassen und auch gerne ein Abo hier lassen und natürlich einen Daumen hoch. Wenn ihr mögt, schaut mal ein paar andere Videos auf diesem Channel. Dann sage ich mal Tschüss, ihr lieben Larsianer. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars vom Mars.